Also das mit der Zielcollage, ich kenne das auch nur zu gut, so aus meinem früheren Leben. Ich habe vom Computer gehockt, als ich noch im öffentlichen Dienst war. Andere beneidet, die scheinbar wirklich ihr Ding ganz einfach gemacht haben, die so lebten, wie sie das aus ganzem Herzen wollten. Mein Ziel war es ja immer so, frei zu leben, mich dort aufzuhalten, wo es mir gerade gefällt, mit meinem wunderbaren Mann, mit unseren wunderbaren Kindern, die ja inzwischen erwachsen sind, aber auch zu fragen, hey, dann geht's dahin, wer kommt mit? Ja, meine erwachsene Kinder, die haben ja auch ihr eigenes Leben, aber trotzdem die Wahl zu haben, wenn jemand mitkommen möchte, mitzukommen, es ist egal, ob wir jetzt zu zweit, zu dritt oder zu viert unterwegs sind oder wie es jetzt auch war, dass unsere Tochter mit ihrem Freund uns jetzt hier besucht hatte und wir eine gemeinsame Zeit hier verbracht haben. Also so frei. Das war das Leben, von dem ich immer geträumt hatte. Und ich hatte auch immer so das Gefühl, irgendwie muss ich das doch auch schaffen. Auch wenn ich ja nicht so wirklich wusste, wie soll das gehen. Und der Denker, der Verstand mir natürlich auch gesagt hatte, ist jetzt größenwahnsinnig geworden. Und hab, ich weiß nicht, ja, bestimmt schon gut 20 Jahre her oder vielleicht sogar noch länger zum ersten Mal sowas von einer Zielcollage, von einem Vision Board gehört, auch mal sowas gemacht, aber es hat einfach nicht funktioniert. Ja, und da würde ich jetzt gerne mit dir auch mal schon mal einsteigen in dieses Thema, zunächst mal bewusst machen, warum es denn nicht funktioniert. Lass uns da mal hinschauen. Hallo, liebe Resi, wunderschönen guten Morgen. Schön, dass du auch dabei bist. Lass uns da doch gern mal hinschauen, dass du überhaupt im ersten Schritt mal Klarheit hast. Warum überhaupt ein Vision Board, eine Zielcollage so, so wichtig ist. Der wichtigste Aspekt dabei ist überhaupt mal zu verstehen, zu erkennen, dass Materie immer dem Geist folgt. Nie umgekehrt. Materie folgt immer dem Geist. Wenn du dich in deiner Wohnung jetzt umschaust und das Mobiliar, das du da stehen siehst, da war immer erst der Geist da, sprich, da hatte irgendjemand eine Idee, genau dieses Sofa so zu gestalten, genau diesen Schrank so zu gestalten, auch dem Haus, in dem du dich befindest. Vielleicht bist du selbst die Erbauerin, die Bauherrin oder der Bauherr des Hauses oder ansonsten. Irgendjemand hatte die Idee, das Haus an diesem Ort erbauen zu lassen, zu gestalten. Egal in welchem Beispiel wir da hinschauen, immer ist erst die Idee, sprich der Geist da, und dann kann erst die Materie folgen. Das ist so ein absolutes Grundgesetz in unserem Leben, das wirklich unumstößlich ist. Ja? Bedeutet natürlich auch, wir erschaffen uns immer unser Leben mit unserem Geist, mit unseren Gedanken. Nichts und niemand anderes erschafft sich unser Leben, außer wir selbst hier mit unserem süßen Köpfchen. Wenn man das mal wirklich verinnerlicht, ja, als ich das zum ersten Mal verinnerlicht hatte und weit, weit weg war von unserem Traumleben, von meinem Traumleben, da kamen natürlich erstmal so Gedanken auf, das Leben hier soll ich mir selbst erschaffen haben, ist nicht wirklich wahr. Das Gute dabei ist aber, wenn ich mir das Leben bis jetzt erschaffen habe und mir erlaube, noch weiter zu träumen, also mir wirklich mein traumhaftes Leben zu gestalten, dann kann ich das ja auch. Und zwar, indem ich meine Gedanken ändere. Und um das stabil, langfristig zu machen, damit das, was ich wirklich in meinem Leben haben möchte, auch zu meiner Lebenswirklichkeit wird. Es funktioniert am besten, indem ich mir wirklich eine Zielcollage erstelle. Ein Vision Board. Und zwar mit Bildern. Das Simpelste und Einfachste. Das Simpelste und Einfachste mit Bildern. Aufschreiben, so diese Dinge, für was man dankbar ist und
davon noch mehr ins Leben zu ziehen, ja, aber unser Gehirn denkt nun mal in Bildern. Beispiele noch dazu. Du hast bestimmt schon mal vorm Fernseher gehockt, hast ja irgendeinen schnulzigen Film angeschaut und dicke Krokodilstränen geweint, weil das gerade so romantisch war in diesem Film. Du warst total in diesem Geschehen drin. Das bringt es so am besten auf den Punkt. Unser Gehirn unterscheidet nicht. Letzten Endes hast du nur auf der Couch gehockt, hast vielleicht ein leckeres Glas Rotwein vor dir gehabt oder einen leckeren Tee und hast dir diesen Film angeschaut. Aber dein Gehirn, dein Mind, komplett in diesem Geschehen drin und hat nicht unterschieden zwischen einer Lebenswirklichkeit hier und da. Und deshalb ist es so wichtig, wirklich das Gehirn entsprechend dauerhaft wirklich immer zu füttern. Und das geht nun mal am besten mit einer Zielcollage, mit einem sogenannten Vision Board. Das ist im Prinzip das Gleiche, ist nur ein anderes Wort, eine andere Wortschöpfung dafür. So. Die allererste Frage, wenn du schon ein Vision Board hast, schon mal gemacht hast, die allererste Frage, die ich dir jetzt, und sei da bitte ehrlich zu dir, weil das sind Dinge, die ich von mir auch kenne, aus meinem früheren Leben. Deshalb stelle ich dir jetzt als erstes mal die Frage, wenn du auf dein Vision Board schaust und schon eins hast, die Ziele, die du da wirklich bildlich dargestellt hast, sind es wirklich deine Ziele? Sind es wirklich deine Ziele oder sind es Ziele, die du von anderen übernommen hast, weil du vielleicht geglaubt hast, ja, wenn ich da die Yacht drauf mache im Hafen von Monaco oder Nizza oder keine Ahnung, oder das Traumhaus am Strand irgendwo, dann klappt's. Und da ist auch schon der erste wichtige Schritt mit drin verborgen. Hinterfrag das, was du auf deinem Vision Board hast, auf deiner Zielcollage, ob es wirklich deins ist. Oder ob du irgendwas übernommen hast, ja, wo du gedacht hast, jo, das machen anscheinend alle so, die haben alle eine Yacht oder das Traumhaus auf ihrer Zielcollage, also muss ich das auch machen. Warum das so wichtig ist, kommen wir gleich noch dazu. Okay? Der nächste Punkt ist auch, da geht es jetzt, Achtung, ganz, ganz wichtig, weil ich das jetzt so erwähnt habe, erlaube dir, groß zu träumen, wenn ich eben so diese Yacht erwähnt habe. Geht es nicht drum, weil auf dem Weg war ich auch schon mal unterwegs, zu denken, oh ja, die Yacht, das ist ja gar nicht so mein Ding, weil da hängen ja die Kosten dran und die Kosten und das, die Unterhaltung und Hafengebühren und alles Mögliche. Wir waren ja diese Woche hier auch mit einer Segeljacht unterwegs, hatte ich ja die ganze Family überrascht. Morgens um 11 Uhr ging es aufs Segelboot, zu einer Segeltörn. Und da hatten wir uns natürlich auch so über die Unterhaltung von so einem Segelschiff unterhalten. Und ich weiß jetzt nicht mal wo, in welchem Hafen. Naja, egal, auf jeden Fall sind ja da auch Anlegegebühren und alles Mögliche dann zu zahlen. Ja? So, und deshalb Achtung, es geht nicht darum, jetzt wiederum vom Verstand her zu denken. Wie soll das denn mit der Yacht funktionieren, wenn die Unterhaltungskosten und dieses und jenes mit dem Traumhaus oder was auch immer noch dranhängt? Sondern es geht darum, für dich selbst herauszufinden, wie willst du es haben? Wenn du wirklich Spaß am Segeln hast, als Beispiel, und gerne ganz, ganz frei wärst, deine eigene Yacht hättest, dann mach's ja auf dein Vision Board drauf, unbedingt. Bei mir ist es so, ich finde das in mir nicht. Wenn ich Lust auf eine Segeltörn habe, dann schaue ich einfach, wo wir gerade sind, wer bietet sowas an und dann miete ich mir das. Und dann aber auch, Achtung, ganz wichtiger Punkt, auch Hinweis für dich bei dem Thema groß zu träumen, dass du dir dann die Yacht aussuchst, so wie du es gern hättest, fragst, wann ist Termin frei? Erster wichtiger Punkt. Wann ist Termin frei? Wann können wir die Segeltörn oder den Ausflug genießen? Und Termin klar machen, im zweiten Schritt erst fragen,
was darf ich als Energieausgleich mitbringen? Nicht umgekehrt, nicht fragen, was kostet das? Und dann auf die Idee kommt, ach nee, will ich doch nicht. Also in dir finden, was sind wirklich deine Ziele? Was ist wirklich dein Ding? Erlaub dir da groß zu träumen. Und es geht nicht darüber nachzudenken, was du jetzt für realistisch hältst, sondern was findest du für dich? Und deshalb bringt es dieses Beispiel auch so auf den Punkt. Ich für mich finde keine Yacht, zumindest jetzt noch nicht, die ich mein eigen nenne, weil da rundum so viel ist, das finde ich einfach in mir nicht. Aber ich finde in mir gerne irgendwo unterwegs zu sein und wenn ich Lust auf so einen Ausflug habe, zu sagen, okay, auch ein, zwei oder auch drei Tage, egal, das haben wir jetzt auch schon avisiert, dass wir mal drei Tage unterwegs sind auf diesem, mit diesem Segelboot, auf dieser Segeltörn, übernachten, Hafen anfahren und solche Dinge und dann im zweiten Schritt einfach, ja, fragen, Energieausgleich, zack, buchen, fertig. Das ist meines. Deshalb finde heraus, was für dich wirklich dein Ding ist, dein Herzensding. Wie willst du leben? Wo willst du leben? Und da würde ich dir noch gerne auch etwas mit auf den Weg geben. Eine Frage, die du dir stellen kannst, die dir hilft, groß zu träumen. Weil wir sind ja oftmals so sehr vom Umfeld, von der Kinderstube, von den Medien, von allem Möglichen geprägt. Ich weiß das so aus meiner Praxis mit wunderbaren Frauen und ein paar Männern, mit denen ich ja arbeiten darf, wie schwer es oftmals fällt, sich zu erlauben, groß zu träumen. Wie schwer ist es mir auch mal gefallen, groß zu träumen. Und deshalb eine wunderbare Frage, wenn du jetzt dein Vision Board nochmal neu machst, frage dich, Achtung, das ist wirklich so viel wert, diese Frage. Wenn ich ein 500-Euro-Schein wäre, wo würde ich hingehen? Wenn ich ein 500-Euro-Schein wäre, wo würde ich hingehen? Okay. Und dann überarbeitest du oder machst jetzt ganz neu deine Zielcollage aus der jetzigen Energie heraus. Du suchst dir Bilder raus. Da habe ich auch eine Internetanschrift für dich. Wo du kostenfrei wirklich sehr hochwertige Bilder dir aussuchen kannst. Und zwar heißt die pixabay.com. Da bekommst du lizenzfreie Bilder, die du nutzen kannst für deine Zielcollage, die du dir downloaden kannst, die wirklich eine gute Qualität haben. Und da kannst du einfach nach Bildern suchen. Meine Empfehlung ist immer so 5 Bilder auf ein DIN A4 Blatt zu holen. In die Mitte ein großes Bild, was so das Hauptziel darstellt. Und da findest du, wie gesagt, auf Pixabay ganz wunderbare Bilder zu verschiedenen Themen. Google da einfach zu verschiedenen Themen. Mein Vorschlag wäre, dass du dir Bilder aussuchst, die metaphorisch für deine Ziele stehen. Im privaten Bereich, im beruflichen Bereich, im gesundheitlichen Bereich. Und dann suchst du dir noch 2 Bilder aus, die repräsentativ für deinen künftigen Lifestyle stehen. Wie genau willst du leben? Wo willst du leben? Das kann auch ein Bild sein, was bei mir ganz, ganz lange Zeit im Mittelpunkt war, im Hinblick auf Lifestyle. Weil ich in meinem früheren Leben so ein enormes Geldthema hatte. Also ich bin dem Geld immer hinterhergelaufen. Ich habe auch phasenweise gedacht, ich habe jetzt schon so vieles hier verändert, aber ob ich das Thema Geld in die Heilung bringe, auch noch ändere. Deshalb hatte ich ganz viele Monate in der Mitte von meiner Zielcollage ein Foto, wo so Geld vom Himmel geregnet hat. Einfach um mein Mind, mein Geist damit zu unterstützen, dass Geld in Fülle da ist, dass ich es zu mir fließen lasse, dass ich da stehe und wirklich mein ganzes Sein auf Empfang stelle. Ja? Also überarbeite deine Zielcollage, geh gerne auf pixabay.com, such dir da 5 Bilder aus, in die Mitte zu deinem Hauptziel und die anderen kannst du so rundum drapieren, sodass du da diese Collage hast.
eins metaphorisch für deinen beruflichen Bereich, für deinen privaten Bereich, für deinen gesundheitlichen Bereich und noch zwei nach Wahl, die zu deinem künftigen Lifestyle passen. Ja? Und dann ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, den ich viele Jahre früher nicht befolgt habe. Deshalb kann ich es nicht genug dir wirklich ans Herz legen. Arbeite mit dieser Zielcollage. Es nutzt nichts, wenn du dir die jetzt erstellst, 2 Tage auf deinem Schreibtisch liegen hast und sie dann in der Schublade landet oder in irgendeinem Buch und weg ist. Weil dann ist sie in der Tat auch weg aus deinem Kopf, aus deinem Geist. Und erinnere dich eingangs, Materie folgt immer dem Geist. Deshalb, wie arbeitest du mit dieser Zielcollage? Nutze sie als Hintergrund auf deinem Desktop, auf dem Computer. Ich hatte, da habe immer noch meine Zielcollage früher, deshalb habe ich jetzt mit Hatha angefangen, habe mich gerade zurückerinnert, als ich noch im Büro gehockt hatte, da hatte ich die auch auf dem Firmencomputer als Desktop-Hintergrund. Ich habe sie jetzt hier als Desktop-Hintergrund. Ich habe sie auf meinem Handy als Desktop-Hintergrund. Als ich noch mit einem richtig dicken DIN A5 Terminkalender Papier gearbeitet hatte, davon habe ich mich jetzt seit anderthalb Jahr getrennt, weil wir einfach viel unterwegs sind und ich bin gerne auch relativ minimalistisch unterwegs. Das heißt, der Terminkalender dürfte dann einem Online-Kalender gleichen. Aber zuvor hatte ich viele Jahre einen DIN A5 Buchkalender, der diese Bilder auf dem Cover hatte, die das repräsentiert haben, wie ich künftig leben wollte. Das heißt, ich hatte diesen Terminkalender ja ständig in der Hand und habe so ständig mein Unterbewusstsein und Achtung, ganz, ganz wichtiger Aspekt, auch mein Unbewusstes gefüttert. Denn ich unterscheide immer gerne zwischen Unterbewusstsein und Unbewusstem. Das ist noch eine Etage tiefer. Und du musst auch nicht unbedingt jedes Mal da tief eintauchen in diese Zielcollage. Wann du es machen sollst, sprechen wir auch gleich drüber. Aber in dem Falle, wenn du es als Computerhintergrund hast, als Handy-Hintergrund, als ausgedruckte Variante im Badezimmer hängen hast, im Schlafzimmer hängen hast, in deinem Wohnzimmer hängen hast, in der Küche, überall hängen hast, dann fütterst du auf eine unbewusste Art und Weise immer und immer wieder dein süßes Köpfchen, dein Mind, deine Denke, dein Geist. Ganz, ganz wichtig. Ich hatte es auch als zusätzlich damals noch, fällt mir gerade im Hinblick auf Terminkalender ein, als DIN A5 ausgedruckt, in Folie dann eingeschweißt, in der Mitte gefaltet und hatte es auch zusätzlich noch in meinem Terminkalender als Lesezeichen quasi. Und auch, fällt mir auch gerade ein, Bücher, die ich gelesen habe, auch da hatte ich es als Lesezeichen drin. Ganz wichtiger Aspekt. So fütterst du immer und immer wieder dein Mind auch auf eine unbewusste Art und Weise. Wie arbeitest du jetzt mit deiner Zielcollage in Anführungsstrichen arbeiten, also wirklich arbeiten? Unabhängig davon, worüber wir gerade gesprochen haben. Indem du wirklich ständig auch bewusst, wenigstens ganz intensiv 2-mal einen Tag dir deine Zielcollage holst, die einzelnen Bilder anschaust und da reingehst. Und die 2 Deadlines am Tag, die idealsten Zeiten sind, gleich morgens nach dem Aufstehen, entweder schaust du es dir noch im Bett direkt an, greifst auf deinen Nachttisch und holst es dir, oder wenn du ins Badezimmer gehst, auf der Toilette hockst, holst es da. Warum ist das so wichtig? Das ist so ein Zustand, wo wir noch nicht richtig wach sind, aber auch nicht mehr schlafen. Das ist so ein Mittelzustand zwischen Alpha-Zustand und zwischen Beta-Zustand und Delta-Zustand, um es mal ganz grob zu nennen. Wie der Zustand heißt, ist ja auch im Grunde genommen gar nicht wichtig. Also, deshalb so hilfreich, weil
der Grund dahinter, der liegt darin, dass der Denker noch nicht so aktiv ist, der Schwätzer noch nicht so aktiv ist. Ich bin auch morgens oft einfach nur hingegangen, weil ich dann auch nicht Licht anmachen wollte. Ich bin ja so der totale Frühaufsteher. Bevor mein Mann aufgestanden ist, bin ich ja dann immer schon auf und wollte dann natürlich nicht Licht im Schlafzimmer anmachen. Einfach das geholt, habe mich ins Wohnzimmer auf meinen Lieblingssessel gehockt und so im Dämmerlicht auch nicht gleißend helles Licht angemacht, sodass ich dann hell wach war, sondern gerade so, dass ich die Bilder gesehen hatte, da einfach mal reingefühlt. Und abends als letztes vor dem Schlafengehen. Warum das so wichtig ist, erkläre ich dir auch gleich noch. Bleiben wir mal noch morgens bei dem Aufstehen in diesem nicht richtig Wachzustand, aber auch nicht mehr Schlafenszustand. Wie machst du das? Du schaust dir deine Zielcollage in die Hand und gehst in jedes Bild rein von diesen 5 Bildern. Das ist nur eine Empfehlung. Du kannst natürlich 6, 7 Bilder machen. Aber wenn du 5 Bilder hast, und das ist ganz, ganz wichtig, in jedes Bild auch gefühlsmäßig reingehen. Weil nur das Gehirn mit den Bildern zu füttern, alleine funktioniert auch nicht. Denk an diese Couch-Situation, die ich dir eben genannt habe, wo du auf der Couch hockst und schaust irgendeinen schnulzigen Film und bist total in dieser Romanze drin und Krokodilstränen laufen. Das Gefühl, das sich dahinter verbirgt, ist so, so wichtig. Es ist genauso wichtig, wie mit der Zielcollage als solches zu arbeiten. Dass du ins Gefühl gehst. Und wenn du da 5 Bilder hast und wirklich ins Gefühl gehst, die meisten haben ja heute das Mantra, das meistrezitierte Mantra, ich habe keine Zeit. Deshalb, wenn du damit 5 Minuten verbringst, das sind die wertvollsten 5 Minuten in deinem ganzen Tag. Morgens 5 und abends 5. 10 Minuten. Weniger ist da mehr. Okay? Damit du es wirklich auch machst und umsetzt. Weil ich kann dir sagen, als ich das so, wie ich es dir jetzt wirklich ans Herz lege, umgesetzt habe, das hat alles verändert. Es hat wirklich alles verändert. Und dann wirst du auch staunen, wie schnell du Bilder auf deiner Zielcollage austauschst. Da bin ich jetzt das ist wirklich so, das ist 4-mal im Jahr etwa dabei, die Bilder auszutauschen, die Zielcollage nochmal neu zu machen, weil es sich dann verwirklicht hat. Ich habe gerade so im Zuge der Vorbereitungen hier jetzt nochmal auf meine Zielcollage draufgeschaut und dann nochmal Bilder ausgetauscht, weil es schon zur Realität geworden ist und das ein oder andere schon fest geplant ist. Und ich weiß, nächsten Monat, übernächsten Monat ist es schon Realität. Also austauschen. So darfst du auch mit der Zielcollage auch arbeiten. Und wenn du wirklich, das ist also in der Tat so, als ich angefangen habe, so mit meiner Zielcollage zu ändern, wie rasch sind Ziele zur Lebenswirklichkeit geworden? Wie oft kann ich da Bilder austauschen? Und was macht das? Das schenkt dir Freude, das schenkt dir Energie, das schenkt dir Lebensqualität, das schenkt dir dein Traumleben, das schenkt dir den Schritt zu deinem Seelenplan, zu deiner Lebensaufgabe, zu deinem Seelenberuf. Deshalb bist du ja auch hier in der Gruppe, weil du da auf der Suche bist. So, also in jedes Bild reingehen, gefühlsmäßig. Stell dir vor, wie du in diesem, wenn es das Haus ist, in diesem Haus drin bist. Wenn es die Yacht ist, wie du auf dieser Yacht alleine mit Family, mit Freunden, mit wem auch immer unterwegs bist, gesundheitlich, dieses Bild, das du dafür metaphorisch genommen hast, wie geht es dir in diesem gesunden, schlanken Körper oder keine Ahnung, was du für eine Vorstellung hast? Geh ins Gefühl rein, ganz, ganz wichtig. Der nächste Punkt, sei dankbar dafür. Fühl auch die Dankbarkeit dafür, dass du das erreicht hast. Also ins Bild reingehen, anschauen, über die Augen füttern, in das Gefühl reingehen und auch die Dankbarkeit auch wahrnehmen. Das sind die geheimnisvollen Kräfte, die sich dahinter verbergen. Dass es dann auch wirklich zu deiner Lebenswirklichkeit wird.
So, abends zum Schlafen gehen. Deine letzte Aktion an diesem Tag. Nochmal da reingehen in diese Bilder. Mit Gefühl, mit Dankbarkeit. Dann legst du es zur Seite. Sei es, wenn du es im Wohnzimmer machst, dass du vielleicht so wie ich als letztes von der Family abends ins Bettchen hüpfst und nicht nochmal deinen Schatz wach machen möchtest, weil du dann nochmal Licht anmachst. Dann machst du es im Wohnzimmer, gehst in die Bilder rein, gefühlsmäßig, bist dankbar dafür und mit diesen Bildern legst du dich in dein Bettchen, schließt deine Augen und gehst dann nochmal gedanklich die Bilder durch. Du wirst merken, du kommst beim fünften Bild überhaupt nicht an, du schläfst viel früher ein. Aber damit fütterst du dein Unbewusstes für die Nacht ganz, ganz enorm, wie ein Navigationssystem. Wir können ja viel drüber philosophieren, was da überhaupt nachts geschieht, wenn wir uns hinlegen. Gerade in spirituell-esoterischen Kreisen gibt es ja dann ganz abenteuerliche Geschichten, was unsere Seele macht, was nicht macht. Tralala und überhaupt, ja. Das ist so, so enorm hilfreich. Also morgens als erstes nach dem Aufstehen in diesem Dämmerzustand und abends als letztes, was du machst. Das sind 10 Minuten insgesamt am Tag, wenn du dich morgens und abends 5 Minuten damit beschäftigst. Das ist so, so hilfreich und wertvoll. Und wenn du das dann gemacht hast, morgens, das ist etwas, was du morgens machst, weil abends schläfst du dann so mit so einem Lächeln auch ein. Und schau mal, was für ein erholsamerer Schlaf hast du dann auch. Wenn du mit diesem Lächeln an dein ideales Leben ins Träumeland gehst. Im Übrigen auch hilfreich, wenn du nachts aufwachst und irgendwelche Sorgen dich quälen, Zielcollage wieder vor Augen halten und nochmal gefühlsmäßig reingehen, dankbar sein dafür. Und dann wirst du auch merken, wie du viel rascher einschläfst. Und wenn du in deinem Traumleben bist, hast du eh keine schlaflosen Nächte. So, was ich dir für morgens noch empfehlen würde, auch ans Herz legen würde, was so, so hilfreich ist, um einfach den Denker, den Verstand, der immer wieder dazwischen quatscht, das mangelnde Selbstbewusstsein, die Selbstzweifel, das mangelnde Selbstwertgefühl und was immer auch mit dem Selbst zu tun hat, was so über uns gestülpt wurde, wo wir uns gar nicht bewusst sind, was für unendlich große, machtvolle Wesen wir alle sind, auch du. Dieses sich klein fühlen, dieses Gefühl der Ohnmacht, also ohne Macht zu sein, diese Zweifler und. Das bist nicht du selbst, das ist nicht dein wahres, großes, unendliches Wesen, das hast du als Geschichte abgekauft, davon darfst du dich auch lösen. Was da so hilfreich ist, um da dich selbst immer und immer wieder zu unterstützen, ist morgens, wenn du die Zirkulage durchfasst, hier, Thymusdrüse klopfen. Die Thymusdrüse aktivieren und klopfen. Wo kommt das her? Ich will jetzt gar nicht so sehr da ins Detail einsteigen, aber schau mal, für uns Frauen vielleicht nicht das beste Beispiel, also für mich zumindest nicht, ich bin kein Fußballfan, aber ich weiß trotzdem, was so auf dem Fußballfeld abgeht. Wenn jemand ein Tor geschossen hat und sich riesig freut, was machen die? Im übertragenen Sinne, wow, ich bin der Beste, der Größte, ich habe ein Tor geschossen und die laufen auch so übers Feld, die fliegen quasi so. Das Feld. Da geht das ganze Sein in andere Positionen, in diese Siegerenergie hinein. Und deshalb ist das so wichtig, auch wenn du dich da sehr, sehr seltsam bei vorkommst, machen. Du wirst merken, es macht ganz, ganz viel mit dir. Es stärkt dir den Rücken. Es ist so, so eine hilfreiche Komponente dabei. Also anschließend Thymusdrüse klopfen, ganz zart oder gerne auch so. Und anschließend mal für eine halbe Minute oder für eine Minute stellst du dich hin und gehst in die Siegerposition. Dann, wenn du es nur einmal machst, fühl anschließend mal hinein, wie es dir dabei geht. Fühl anschließend mal hinein, wie es dir dabei geht.
Und allein dieses Feeling wird dir Rückenstärkung geben, so was zumindest auch bei mir. Und ich glaube, du tickst genauso, wird auch dir helfen, da weiter reinzugehen. Okay? So, das jetzt schon mal bis hierhin zur Zielcollage. Jetzt gucke ich mal, was ihr noch an Fragen habt, an Kommentaren. So, dann auch drauf eingehen. Hallo, liebe Patricia, guten Morgen. Liebe Gülisa, wunderschönen guten Morgen. Liebe Christine, guten Morgen. Liebe Marion, wunderschönen guten Morgen. Ich sehe sonst keine Fragen hier. Okay, dann machen wir weiter. Also, nochmal zusammenfassen. Zielcollage, nochmal überarbeiten. Schauen, die Bilder, die du bislang gemacht hast, oder am besten machst du es einfach ganz neu aus der jetzigen Energie heraus. Auf pixabay.com gehen, Bilder raussuchen, erlaub dir groß zu träumen, nicht unter dem Aspekt, was du für realistisch und möglich hältst jetzt. 5 Bereiche aussuchen, beruflich, gesundheitlich, privat. 2, die deinen Lifestyle repräsentieren. Wenn Geld, so wie bei mir früher noch ein Thema ist, gerne auch in die Mitte groß, ein repräsentatives Bild, das für dich den Geldzufluss. Geld ist ja da, es ist nur die Frage, wie die Luft zum Atmen. Die Luft zum Atmen, da atmen wir ein und aus, haben keine Prägung darüber, dass anschließend weniger da ist. Geld ist auch da. Es ist immer die Frage, wie sehr stelle ich mein Sein auf Empfang und lasse es in mein Leben. Wenn jetzt irgendwelche Themen in dir aufkommen, ja, aber tralala und sowieso, bitte schick sie einfach mal weg, können wir gerne ein separates Live dazu nochmal machen und nochmal auf das Geldthema eingehen. Das ist im Übrigen auch einer der Schwerpunkte in meiner Akademie mit wunderbaren Menschen, mit denen ich da arbeiten darf, die ich begleiten darf. Das Geldthema steht immer, immer im gewissen Punkt mit vorne, Seelenplan entdecken, Seelenberuf kreieren. Das Geldthema ist ein ganz wichtiges Thema, was wir in der Akademie immer und immer wieder anschauen und auch in die Heilung bringen. Okay, so, also Bilder raussuchen, auf die Zielcollage drauf und dann wirklich damit arbeiten, so wie ich es dir eben erklärt habe. Ganz wichtig, intensiv mit arbeiten, in Anführungsstrichen, morgens in diesem Zwischenzustand, noch nicht richtig wach, aber schon immer schlafen. Thymusdrüse anschließend klopfen, Siegerposition einnehmen, spüren, was das mit ihr macht. Und Thymusdrüse klopfen und abends vor dem Zubettgehen dein letzter Blick auch nochmal auf gleiche Art und Weise auf deine Zielcollage, auf dein Vision Board und mit diesem Lächeln im Gesicht dann einschlafen und deinem Geist nochmal die Bilder durchgehen. Und da ist mir heute Morgen noch so ein schönes Zitat von Timothy Ferris über den Weg gelaufen, das so gut dazu passt. Es ist nicht nur möglich, mit weniger mehr zu erreichen, es ist sogar eine Voraussetzung dafür. Nochmal, es ist nicht nur möglich, mit weniger mehr zu erreichen, es ist sogar eine Voraussetzung dafür. Was ist damit gemeint? Gerade in der heutigen Zeit. Schau mal, wie viel beschäftigt du bist. Wie viele Sachen du machst, die nicht wirklich so funktionieren, wie du es gerne hättest, beziehungsweise die nicht die Resultate bringen, die du wirklich gerne in deinem Leben hättest. Deshalb ist weniger mehr. Weniger ist mehr. Lieber mehr von den Sachen machen, die funktionieren, statt den ganzen Tag rumzuwursteln, den ganzen Tag beschäftigt zu sein, Dinge zu machen, die dich aber nicht dorthin bringen, wo du wirklich hin willst. Und damit meine ich jetzt nicht deinen Arbeitsplatz, den du jetzt hast, der dir jetzt noch deinen Lebensunterhalt gestaltet und der dir jetzt noch ein gewisses Einkommen bringt. Nur, das ist ja das Einkommen, das du hast, mit dem du dir aber nicht wirklich dein Traumleben erschaffen kannst, sondern wenn du dein Traumleben dir erschaffen willst, deshalb machen wir ja die Zielcollage, deshalb interessiert dich das ja auch. Du willst ja anderes in deinem Leben erreichen und du kannst das auch.
Aber Achtung, da geht es darum, dass du auch die Verantwortung für dein Leben übernimmst. Würde ich weiter noch Beispiel in meinem Bürojob hocken, müsste ich noch gucken, wie ich mit 30 Tagen Urlaub im Jahr auskomme. Geschweige denn, dass ich mir einfach mal irgendwie für ein paar Tage mit der Familie eine Yacht mieten kann oder mich dort auf der Welt aufhalten kann, wo es mir gerade gefällt. Das heißt, ich dürfte auch im ersten Schritt herausfinden, was entspricht wirklich meinem Lebensplan, meiner Lebensaufgabe, also Seelenplan, daraus meinen Seelenberuf kreieren, daraus ist die Akademie entstanden, Menschen wie dir dabei zu helfen, sich auch ein freies Leben zu gestalten, so wie du es möchtest, sich zu erlauben, groß zu träumen, all das, was dich daran hindert, wirklich über Bord zu werfen. Und da gehört nun mal auch die entsprechende Geldenergie dazu. Ganz, ganz viel, und da gehöre ich ja auch dazu. Es ist ein Herzensanliegen da draußen, die Welt zu einem besseren Ort zu machen, Projekte zu unterstützen und. Und das können wir alle gemeinsam nur, wenn wir uns auch erlauben, die Geldenergie in unser Leben fließen zu lassen, die dazu notwendig ist. Okay, das nur noch jetzt am Rande zum Thema Geldenergie. Okay. Wer möchte noch einen Bonusschritt? Wer möchte jetzt noch wissen, ein Geheimnis, warum nichtsdestotrotz 3% wirklich erfolgreich sind in ihr Traumleben mit Zielcollage durchstarten und 97% wieder rückfällig werden? Wer möchte das? Schreib mal ein Ich rein oder ein Ja. Schreib mal ein Ich oder ein Ja rein. Wer möchte zu den 3% gehören oder da nochmal ja, wissen, warum 3% wirklich erfolgreich werden mit der Zielcollage und die restlichen nicht? Wer möchte das? Schreib es mal ein. Marion, ja, ich, die Gülissa. Patricia, wie heißt die Seite nochmal? Pixabay.com. Heißt die Seite die Christine? Okay. Ja, ich. Sehr schön. Ihr Lieben, gut. Dann verrate ich es euch. Es ist eines der Dinge, die ich falsch oder falsch gemacht habe. Ja, es gehörte zu meinem Leben dazu. Also, wo ich viel zu lange rumgeeiert bin. Das Geheimnis, warum wirklich 3% erfolgreich werden und 97% wieder rückfällig werden, warum das auch bei mir viele, viele Jahre so war. Ich habe es mir nicht erlaubt, wirklich Unterstützung zu holen. Ich habe es mir nicht erlaubt, wirklich Unterstützung zu holen. Ich war es mir nicht wert. Ich habe mir viel zu lange die Geschichte erzählt. Ich habe es alleine. Warum ist das so? Schau mal, wenn du dir dein Traumleben erschaffen willst, vielleicht hast du den Satz von mir schon gehört oder von anderen schon gehört. Das ist auch Fakt. Wir sind der Durchschnitt der 5 Menschen, mit denen wir uns umgeben. Wir sind der Durchschnitt von den 5 Menschen, mit denen wir uns umgeben. Und wenn wir jetzt in unser Traumleben rein wollen, in diesem Traumleben, in das du rein willst, ganz nach deinem Herzen, nach deinem Seelenplan, nach deiner Lebensaufgabe, mit deinem Seelenberuf, da gibt es andere Menschen, zum Teil, als die, die jetzt in deinem Umfeld sind. Und deshalb ist es so wertvoll, und das machen auch 3%, das ist das Geheimnis, das sich dahinter verbirgt. Die holen sich Unterstützung von Menschen, die dort sind, wo du hin willst. Warum? Weil du dich dann in diese Energie hineinbegibst von diesen Menschen. Weil du dich dann, wenn du dir Unterstützung von jemandem holst, der dort ist, wo du hin möchtest, holst du dir die Unterstützung, holst du dir nicht nur die Unterstützung, du begibst dich in diese Energie hinein. Weil die Energie, in der du dich jetzt gerade befindest, die passt ja zu einem gewissen Teil nicht.
zu 90%, zu 80%, zu 70%, bei manchen sogar zu 95% oder zu 99%. Das ist so eine Minute vor 12. So. Das ist das Geheimnis von all denen da draußen. Das ist in Deutschland noch, Deutschland, Österreich, Schweiz, so der deutschsprachige Raum hinkt da noch ein bisschen hinterher. In anderen, in den USA zum Beispiel, da ist es normal, dass man fragt, wie viele Mentoren hast du an deiner Seite? Das sind Fragen, die man hier im deutschsprachigen Raum noch nicht so kennt. Oder auch in, ja, überhaupt in Kreisen, die wirklich so ihr absolutes Traumleben leben. Die haben alle Unterstützung an ihrer Seite von Menschen, die dort sind, wo sie hinwollen. Einfach um sich in diese Energie hineinzubegeben. Schau mal, wie einfach ist es, wenn du in diese Energie abtauchst und immer die Unterstützung hast, mit deiner Zirkulage den nächsten Schritt zu gehen, nochmal was zu lösen, den nächsten Schritt zu gehen. Das ist auch der Grund, warum ich zum Beispiel in der Akademie die Live-Calls montags abends mache, damit wir mit einer anderen Ausrichtung die Teilnehmer viel mehr inspiriert und energiegeladen in die ganze Woche starten, dass die Woche anders wird. Ja, da sind wir wieder so bei den Grundgesetzen. Materie folgt immer dem Geist. Ja, und um dein Traumleben wirklich zu gestalten, darfst du wirklich auch lernen, das ist auch ein ganz wichtiger Aspekt, wie die Person lebt, denkt, fühlt, redet und handelt. Wie die Person denkt, lebt, fühlt, redet und handelt und wie sie auch Entscheidungen trifft, die in ihrem Traumleben angekommen ist. Das heißt, wenn du in deinem Traumleben bist, wenn du deinen Seelenplan lebst, deine Lebensaufgabe verwirklichst, deinen Seelenberuf erschaffst, dann wirst du anders leben. Du wirst anders denken, du wirst anders fühlen, du wirst anders reden, du wirst anders handeln. Und du wirst vor allem eines gelernt haben, schnell Entscheidungen zu treffen. Weil du dann weißt, der erste Impuls kommt immer aus dem Herzen, aus der Seele. Und dem wirst du lernen zu folgen. Und nicht nochmal zu überlegen, soll ich nicht, ist das das Richtige, ist das das Richtige, nicht und, und. Ja? Das heißt, im Grunde genommen, überzogen gesagt, du änderst sogar ein Stück weit deine DNA, denn diese neue Persönlichkeit, die du da annimmst in deinem Traumleben, die hat eine etwas andere, ja, fast schon DNA als die, die du jetzt hast. Also ist eine ganz andere Energie drin und da willst du ja hin. Und deshalb funktioniert das am besten, wenn du wirklich dich so viel wie möglich jetzt beginnst, in die Energien hineinzubegeben von Menschen, die dort sind, wo du hin willst. Dass du dich von diesen Menschen begleiten lässt, coachen lässt, bis du eben dann eben da ankommst. Weil ich kenne das alles nur zu gut von mir. So ging es mir früher. Ich habe da gehockt und gegrübelt, tausendmal gedacht. Jetzt geht es weiter, rumgeeiert, was gleichzeitig total leid rumzueiern. Habe heimlich auch ein paar Tränen geweint, so ich armes Würstchen, so nach dem Motto. Dann wieder voller Euphorie gedacht, jetzt klappt es wieder. Jetzt weiß ich endlich, wie es weitergeht. Mich so selbst motiviert, aber immer und immer wieder im Kreis gedreht. Wahrheit, wie ist das bei dir? Die Entscheidung dazu, die konnte mir niemand abnehmen. Die durfte ich für mich alleine treffen. Dass ich jetzt irgendwann gesagt habe, so, jetzt bin ich wirklich leid, jetzt hole ich mir Hilfe, jetzt habe ich genug Lebenszeit an mir vorbeiziehen lassen. Vielleicht findest du dich da ja wieder. Vielleicht findest du dich da ja wieder. Okay, so. Mal schauen, ob noch Fragen da sind. Hallo, liebe Barbara, schön, dich auch mal wieder zu sehen. Ich
sehe gerade keine Fragen hier, wird mir seltsamerweise nicht angezeigt. Weiteres. Okay, gut, ich schaue dann nachher gern nochmal rein. Also, Appell. Und dann nochmal Zusammenfassung vielmehr. Zielcollage überarbeiten, so wie wir es eben besprochen haben. Erlaub dir groß zu träumen. Schau dir deine Zielcollage morgens und abends bewusst an. Und wenn du sagst, ich bin jetzt, ist wirklich leid rumzueiern und es dir so geht, wie es mir früher auch ging, überleg, soll ich mir jetzt Unterstützung holen, soll ich mir keine Unterstützung holen? Ah, soll ich jetzt wirklich das Geld zusammenkratzen und mir wirklich einen Coach da an meine Seite holen? Ich kann dir nur sagen, es war für mich die beste Entscheidung. Ich kann mir seit Jahren nicht mehr vorstellen, ohne Coaches, ohne Mentoren an meiner Seite, die dort sind, wo ich hin will, weil das ganze Leben ist ja immer eine Weiterentwicklung. Das ist der Grund, warum ich mich immer auch noch weiterentwickle, coachen lasse. Nicht nur um dir in der Akademie wirklich das Allerbeste auch weiterzugeben, auch um mich weiterzuentwickeln. Ich möchte ja auch nicht da stehen bleiben. Ich weiß, dass so viel mehr möglich auch für mich noch ist. Warum soll ich mich dann jetzt mit meiner Zielcollage, die ich mir immer wieder neu erstelle, alleine beschäftigen, wenn es Menschen gibt, die mich dabei unterstützen, die mir nochmal so die weiteren Schlüsselpunkte dazu geben und in deren Energie ich mich hineinbegeben kann. Wenn du sagst, ja, genau das ist es jetzt, dann bewirb dich um einen freien Platz in der Akademie. Finden wir in 4 Wochen heraus, was deinem Seelenplan, deiner Lebensaufgabe entspricht. Wir beschäftigen uns ganz intensiv mit deinem Mindset, auch mit dem Geld-Mindset. Du bekommst eine klare Gedankenausrichtung, stabil in die Richtung, in die du wirklich gehen willst. Du lernst, in Resultaten zu denken und nicht in der Vergangenheit ständig zu denken, die dir deine Zukunft erschafft, sondern du lernst wirklich in Resultaten zu denken, dass du auch dorthin kommst, wo du wirklich hin willst. Du lernst, wie du wirklich mit dir und deiner wahren Größe verbunden bleibst und wie du dich da draußen mit deiner Botschaft, mit deinen Gaben, mit deinen Stärken, mit deinem Potenzial, deiner Lebensaufgabe, deinem Seelenberuf wirklich da draußen auch zeigst. Okay, also ich poste dir jetzt den Link rein. Bewirb dich da um einen der freien Plätze. Ablauf ist der, dass dann jemand aus deinem Team dich anruft und auch möglicherweise einen Termin verabredet, wo wir 2 dann auch nochmal näher hinschauen, was genau passt für dich. Es gibt verschiedene Möglichkeiten der Begleitung. Vielleicht bist du ja schon selbstständig und ja, machst aber nicht die monatlichen Umsätze, die du gerne hättest und kannst dir deshalb dein Traumleben noch nicht so erschaffen, kannst deshalb noch nicht frei leben oder du fühlst dich noch gefangen in deinem jetzigen Job und hast das Gefühl, so kann es jetzt definitiv nicht weitergehen, dein Energielevel geht immer weiter runter. Dann bewirb dich, lass uns da näher hinschauen, welche Möglichkeiten du hast. Und ja, dann freue ich mich, wenn ich dich da begleiten darf und du auch aufhörst, rumzueiern. Und schon ganz bald Dinge auch für dich zur Lebenswirklichkeit geworden sind, die du jetzt für unmöglich hältst. Ich habe heute Morgen nochmal so gedacht, was jetzt so unser neues Normal ist. Es ist ja noch gar nicht so lange her, da habe ich genauso wie du hier vom Computer gehockt und gedacht, ach, wie schön, da wäre ich jetzt auch gerne. Das würde ich auch gerne machen. Kopf hat gesagt, wie soll das funktionieren? Kontostand hat geschrien. Aber das ist das Ding. Den Kopf mit den Dingen füttern, stabil, die du wirklich haben möchtest. Damit erschaffst du dir deine Lebenswirklichkeit. Und wenn du zu den 3% gehören möchtest, die es wirklich schaffen, dann begib dich in die Energie von den Menschen, die dort sind, wo du hin willst. Und hör auf, dir zu erzählen, das brauchst du nicht, sei es jetzt von den Zielen her, sei es von der Unterstützung her nicht. Das sind wirklich genau
die Dinge, die mir geholfen haben. Ja, Marion, ich freue mich so riesig auf unser Coaching. Ich darf dich jetzt hier mal ganz offiziell, da du dich geoutet hast, hier abfeiern. Die Marion ist eine neue Akademikerin und hat sich dazu entschieden, gestern hier wirklich durchzustarten mit mir, mit uns hier. Und ganz, ganz großartige Dinge werden dich da erwarten. Liebe Marion, wir sehen uns. So, so schön. Danke. So, ihr Lieben, wenn dann keine weiteren Fragen mehr sind, dann hock dich hin, mach jetzt deine Zielcollage. Und wenn du schon so lange jetzt überlegst, soll ich mich bewerben, soll ich mich nicht bewerben, folg dem ersten Impuls Wahrheit. Was war der erste Impuls? Bewirb dich. Link findest du hier unter dem Video. Und dann dürfen wir dich auch abfeiern und dann bist du künftig auch regelmäßig in meiner, in unserer Akademie, in unserer Energie drin und wirst so vieles nicht nur für möglich halten, was du jetzt noch gar nicht für möglich hältst, sondern wirklich in dein Leben durchstarten können, so wie du es möchtest. Okay? Hab viel Freude jetzt dabei, deine Zielcollage neu zu gestalten, mit ihr zu arbeiten und bewirb dich um einen freien Platz. Lass uns nur starten. Ich bin für dich da, ich sehe dich. Ich weiß um deine Zweifel, ich weiß um die Ängste. Hinter deiner größten Angst, hinter deinen größten Zweifeln steckt dein größtes Potenzial. Tu es jetzt, folg dem ersten Impuls. Wir sehen uns. Bis dann. Ciao, ciao.